Hallo, again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kellerneues Food Headliners Opening-Grünchen. Ja, meine Freunde, neues Event und wie in alter Manier, zu jedem Event machen wir immer ein Pack-Opening als Video auf diesem Kanal. Das letzte zu einem Event war das Future-Event und da hat's geklingelt. BAM! Zum Glück habe ich die Aufnahme laufen lassen! BAM! Ob das heute hier wieder passiert, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer Stand der teuerste Spieler ist. Ja, Son, Rashford? Korrigiert mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ich habe es gerade wirklich nicht auf dem Schirm. Sané ist auch noch interessant. Rein von hier, von der Patte. Ja? Ballert sehr, sehr gerne eure Meinung zum aktuellen Thema. Der neue Patch, OMG. Knallt die Kommentare voll. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich bin safe bei der Partei so. Ja? Ich habe kein Problem mit diesem Patch. Ja? Ich habe aber schon immer versucht, unkompliziertes FIFA zu spielen oder das, was meine Möglichkeiten mir einfach hergeben. Ja, Punkt. Ich habe Time Finish so gut wie nie genutzt, weil für mich normale Schüsse, wenn du die richtig ausrichtest und richtig auflädst, kommen die aus meiner Sicht genauso stark. Ja, deswegen ist für mich die Umstellung hier einfach nicht so groß. Ich kann es nachvollziehen für die Leute, die only über Time Finish gespielt haben, dass die das abfuckt. Bin ich absolut bei euch, Freunde. Allerdings bin ich nicht bei den Leuten, die sagen, das Spiel ist Noob-freundlicher geworden. Noobs sind doch schlecht! Ja, wieso ist das für schlechtere Dings? Da müsstest du ja automatisch noch besser werden, wenn es für die einfacher gemacht wird. Aber du ja gleichzeitig, du bist ja eh besser als die. Also wird es für dich doch auch doppelt so gut gemacht, in dem Falle. Die Aussage verstehe ich überhaupt nicht, also liegt immer im Auge des Betrachters, glaube ich. Ja. Keine Ahnung. Genug Blabla, ihr würdet mich hier selber eine positive Bewertung freuen. Eventuell haue ich im Laufe der Woche, je nachdem, was für Packs und so noch kommen und ja, ob ich nochmal aufladen werde, das werden wir dann sehen. Hänge ich nochmal was hinten dran, Freunde. Wir haben Safe. Ich weiß gar nicht, ob wir alles öffnen können. Also alles öffnen wird schwierig. Ja, ich werde hier nicht nochmal aufladen, Freunde. Wir gehen rein mit dem ersten 100k-Pack. Ballert die Kommentare sehr, sehr gerne voll, wenn ihr gezogen habt von den neuen Spielern. Wir starten mit einem Walkout, ja? Immerhin. Ja, guck mal, Inform läuft. Pausen. Na gut. Ah, ist okay. Zum Start geht das klar, oder nicht, Freunde? 84er Informs, die braucht man immer für SBCs, wir kennen es mittlerweile. Meine aktuellen sind Suso und Back-to-Back Sommer, Freunde, die habe ich bisher gezogen. Ja, waren jetzt nicht die teuersten, aber immerhin haben wir drei. Vielleicht können wir das Konto aufbessern. Ja, wäre ich ganz stark für. Oder vielleicht machen wir den Broski, dahinter ist jetzt Cristiano Ronaldo. Ja? Nee, aber ein zweiter Inform. Ist mir scheißegal. Nächste 100k-Pack. Ja, das war natürlich klar. Rodrigo. Nächste 100k. Ich habe hier eine Pfeife am Laufen. Ab und zu ziehe ich mal da dran. Ja, wenn ich so scheiß Packs habe wie gerade oder wie jetzt. Och, bitte lass es nicht so eine Abwärtsspirale sein. Erste Pack gut, die zweite scheiße. Ja, die Flagge mit Walkout. Bam, 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 bam. Für die WWE-Fans, richtige Semiskopie hier, ne? Wir haben die nächste! Nummer 4! Ja? Es ist, glaube ich, vom Money her, von der Patte, der günstigste. Ah, man sieht, 80er Rating, wir wollen uns nicht beschweren, aber wir wissen ja alle, dahinter kann immer noch ein Cristiano Ronaldo sein. Ja, wir waren live mit dabei. Oh! Also, gutes Pack! Oh, doch! Konto schon mal aufgebessert. Mit 4 Stück. Darauf erstmal ein Getränk. Und kein Walker. Schade. Brasil. Scheiße, Mann! Marquinhos! Oder einer der besser
Jahren. Ich weiß nicht, was der wert ist, ja. Werden wir gleich auf jeden Fall abchecken. Ein Ziesch liegt bei 30.000, Freunde. Da braucht ihr euch gerade nicht zeigen, ja. Bei allem Respekt, das habe ich gestern gesehen schon, dass der 30.000 nur wert ist. Nein! Guck mal, Brasil! Angeteasert im vorherigen Pack. Ha? Nummer 5. Geil. Dahinter ist jetzt noch ein Neymar oder Mbappé. 'N Neuer! Ja! Und Edin und Vidal und hey! Und noch ein Inform. Also starkes 100k-Pack. Viele 83 oder bis 83er mit drin noch. Gutes, sehr, sehr gutes. Was ist er wert, der Boy? Ja, komm, wa? 140, die nehmen wir aber mit. Oder Keno, was sagst du? Ja, ich doch wohl mein. Bisher können wir zufrieden sein. Letzte 100k-Pack und dann haben wir noch, ich weiß nicht, 6, 7, schade, 55k-Packs. Ja. Aber den nehmen wir mit. Bernardo Silva ist immer nicht schlecht für SBCs. Weiter geht's mit den 55k-Packs. Ich bin gespannt. Aber die waren, erinnern wir uns dran, die waren auch immer nicht schlecht. Hier kriegen wir einen Inform. Na gut. Ne. Inform ist Inform. 10k haben wir auf jeden Fall. Oh, wieder doppelten Inform hier. Zwar doppelter Crap, aber ist ja egal. Na. Herrlich. Salopupsi. Guck mal, für mich war der Stream mit Broski gestern. Heute ziehen wir das alles. Ja, gestern ging nicht, ging nur auf eine Leitung, auf ein Kabel. Ja, übertreibt nicht, dann macht er den Wurm noch für Broski. Verarschen anderen Zahler, ich sag dir das. Ja, ich geb dir gleich hier. Ah, Nacho Fernandes, den Ehrenmann dahinter, Freunde. Salah, was ist er wert? Ah, und wieder 150. Obwohl ein bisschen mehr als 150, ne? Ah, ein bisschen mehr. Bisher war wirklich, wirklich, also... Wir können absolut zufrieden sein. Was ist denn los hier? Was ist das denn? Oh, Suarez auf Ehre. Suarez auf Ehre! Alter Schwede, heul läuft's, ja? Was soll ich euch sagen? Heul läuft's richtig. Mann, du! Ja, lässt sich da aufbauen, ja? Meine RTG macht Fortschritte, Freunde. Wir können unser RTG-Team bald verbessern. Das ist ja das Hauptziel, sag ich immer. Haben wir noch jemanden dahinter? Bei 91er Rating? Ist er wert. Ja, wir machen weiter. Wir machen weiter mit 175. Die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Die nehmen wir sehr, 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 sehr gerne mit. Heute passiert einiges hier. Ha? Was passiert hier? Was ist das? Also, das wäre es jetzt komplett gewesen. Das wäre es jetzt absolut komplett gewesen, wenn wir nochmal so alles gezogen hätten. Ja, was ist, hast den Fischballen oder was? Cavani werden wir nicht abgeben, das ist so ein typischer SPC-Spieler, wenn du mal High-Rated brauchst. Also, heute läuft richtig. Ja, Sokrates, der neue Lacazette. Gefühl kann ich hieraus ein eigenes Video machen, ja, also. Unglaublich. Ah, Gündogan nehmen wir auch noch mit. Selbst wenn kein Walkout ist, sind die Spieler wirklich, wirklich akzeptabel. Ich finde die 55er echt geil. Die 55er sind echt geil, auch wenn das jetzt hier mit Abstand das Schwächste war. Aber bisher gefallen die mir echt gut. Ah, Walkie. Mann. 3 Packs haben wir noch, Freunde. Ist die Chance noch da, dass wir noch einen Walkout bekommen? Vielleicht sogar noch eine von den Headliner-Karten.
Noch zwei. Ja, damit das letzte Pick. Zum Glück oder nicht, bisher haben wir nie einen Walkout im letzten Pack gehabt, auch hier wieder nicht. Oder wir hatten bestimmt schon mal einen, aber es ist sehr, sehr lange her. Ah, Rodrigo nochmal, 84. Ah, komm, nehmen wir mit. Damit sind wir am Ende angekommen, das ist mein aktuelles RTG-Team. Ich habe die Weekend League Stand jetzt noch nicht weitergespielt. Wir stehen immer noch 11-1, wie gestern nach dem Stream. Wie wir da gespielt haben, weiß ich auch nicht. Ja, da war ich komplett vom anderen Stern. Ich habe keine Ahnung, ja. So spiele ich gefühlt einmal in 100 Jahren. Ja, mal schauen, was am Ende bei rumkommt. Wie gesagt, die Weekend League wird, glaube ich, verlängert. Das kommt mir ein bisschen entgegen, auf jeden Fall, weil ich den kompletten Sonntag nicht spielen kann. Aber schauen wir mal, was dabei rumkommt, Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ballert die Kommentare voll, ob ihr einen von den Headlinern gezogen habt, geschweige denn, was ihr generell in dieser Phase gezogen habt. Eventuell habe ich hier noch Packs rangehangen. Wenn nicht, dann ist das hier das offizielle Outro von dem Ganzen. Würde mich selber eine positive Bewertung freuen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin raus. Macht's gut. Stellung halten. Bis bald. Ja? Tschüss.